So, 3, 2, 1, willkommen zurück zur Landwirtschaftssimulator 19 bzw. Farming Simulator 19. In der letzten Folge hatten wir mehrere Traktoren ausprobiert. Mittlerweile habe ich einen großen Traktor von John Deere mit, glaube, 300. Oh shit. Vergessen, die Ballenpresse anzuschalten. Knapp 300 irgendwas PS, ich glaube so 370 rum. Und ja, mittlerweile haben wir ja auch eine Ballenpresse, die Quader macht. Und die anderen Traktoren, die ich vorher ausprobiert hatte, hatten jetzt erst 5 km/h geschafft, wenn ich leicht bergauf fahre. Also ein mittelgroßer hatte dann 7 km/h geschafft, was auch echt ein Witz ist. Aber der hier schön 20 km/h bergauf. Und sagen wir 17. Quader geht zur Seite. Den haben wir uns natürlich auch nur gemietet, weil kaufen kann ich mir nicht leisten. Er kostet ein paar hunderttausend, wahrscheinlich so 350.000, 400.000. Die Zahlen habe ich leider nicht so im Kopf. Das Lenken funktioniert langsam besser. Es wird besser. Hier drüben wächst schon alles. Ich habe noch nicht mal Dünger drauf gemacht. Das Spiel ist um einiges schneller, als ich erwartet habe. Vielleicht sollten wir auch einfach das Stroh unterhäckseln und geschissen drauf. Habe noch nicht mal eine Ahnung, ob ich im Moment Geld verdiene, dadurch, dass ich so hohe Kosten beim Mieten habe, da ich mich noch nicht entscheiden konnte. Ja. Wir spielen erstmal so. Danach wollte ich ja eh mal ein paar Aufträge machen. Bekommen wir ja wieder ein bisschen Geld rein. Die Rundballen hier, ja, das ist die werden glaube ich noch eine Weile bei mir auf dem Feld liegen. Vielleicht muss ich mir einen Teleskoplader dafür zulegen, um die vernünftig wegzubekommen. So. Hätten wir das. Ich schau mal kurz das Feld hier drüben, das ist Weizen. Kann ich das jemanden abkaufen? Und wenn ja, wie viel kostet das? Feldinfo gehört Daniel Kohler. Nice. Erntereif. Okay. Was steht hier drüben? Weiden hätte ich gesagt. Raps. Sind nicht noch irgendwo in Weizenfeld? Das wäre ganz schnucklig. Mal schauen auf der Karte. Sieht man hier irgendwo
wer was für Felder hat. Weizen. Die 11 ist ein Weizenfeld. Gerste. Okay, wenn ich die 11 kaufen möchte, Feld 11. Das sind nicht kaufen, das sind Aufträge, oder? Belohnung von nein, ich möchte ein Feld kaufen. Nein, 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 nein. Okay, wir fahren mal zu Feld 11. Wir haben doch hier noch den kleinen Favorit stehen. Wachstum. Was ist da hinten? Was ist die 13? Die 13 Hafer. Hafer geht auch. Okay. Wir fahren. Mal da rüber. Feld mit Hafer. So. Robert Acher. Erntereif. Quatsch, das nicht, das nicht, das nicht. P. P für kaufen. Sind nur Gebäude. Okay. Robert Hafer. Nee. Ach, Mann. Aussteigen. Robert Aachen. Robert Aachen. Fahrzeugübersicht. 13. Mietobjekte. Scheiße. Zum Ernten. Feld 33, das wollte ich doch gar nicht. Besitzer von Feld 33. Ach Gott, wo ist denn Feld 33 jetzt? Da unten. Boah, Mann. Na gut, dann sehen wir mal einen anderen Mähdrescher.
Da haben wir mal einen Auftrag. Ankuppeln. Kuh. Fortschritt 0. Zum Hafen Süd bringen. Okay, dachte ich mir fast. Feld 33. Shit. Da ist ja mein Mähdrescher noch besser. Das scheint ein richtiges Krüppelding hier zu sein. So. Bin ich auf dem richtigen Weg? Oh Mann. Ich wollte doch nur ein Feld kaufen. Und so sehen wir was von der kleinen Stadt. Ups. Entschuldigung, Straßenlaterne. Haben wir überhaupt das Licht an? So, wir machen mal Licht an. Gott, ist das noch weit? Hinter den Bäumen. Ach, das gibt's doch nicht. Diese blöden Laternen aber auch. Komme ich hier den Berg hoch? Halleluja. So, jetzt. Giftstoff. Oh wei, oh wei. Komm. Also, Schneidwerk senken, Tempomat aktivieren, Drescher anschalten, B. Helfer einstellen, H geht wohl nicht, oder? Doch, geht. Gut, dann. Zwei Hänger. Oh shit. Das haben wir ja bei Farmers Dynasty hier auch nicht so gut hinbekommen. Gut. Ach, komm los. Noch eine. Geradeaus. Geradeaus. Ganz kurz schauen. Wie weit sind wir neben der Deichsel? Okay, noch einen guten Meter. Mal das Licht anmachen hier. So, jetzt vorwärts.
rückwärts. So, ich glaube, er hängt. Er hängt am Haken. Mehr Maschinen sind hier nicht. So, dann mal los hier. Vorsicht, kleines Auto. Mann, Mann, Mann. So, jetzt müssen wir auch nur noch zu dem beschissenen Feld da hinten kommen. So, fahren wir mal hier. Aus dem Fahrerhaus. Nö, nö, nö. Angenehm leise hier drin. So, können wir uns nochmal das Dorf oder das Städtchen anschauen. Alles ganz hübsch gemacht. So, jetzt mitten in der Nacht, wobei 20.15 Uhr ist wohl gerade die Tagesschau vorbei. Nicht mehr so viel auf der Straße los. Ich weiß nicht, ob sonst mehr Fußgänger unterwegs sind. Irgendwelche Gewerbegebäude. Hallen. So. Dann schauen wir mal, ob der Helfer arbeitet. Wir nehmen nochmal die Außenansicht. Und versuchen wir das auch hier hochzukommen. Traktor, bitte, bitte, bitte. Okay, geht. Geht, ja wunderbar. Dann mache ich mal Abdeckung öffnen. Hinten. Wie kriege ich die vorne hoch? Wird nicht verraten, oder? Mist. Hat einen fast vollen Kornvorrat, ja. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Kollege. Jawohl. Sehr gut. Mal rein damit. So. Machen wir erstmal ein bisschen Platz. Deckung schließen. Kann ich irgendwie zu dem anderen Hänger umschalten? Der Helfer hat seine Arbeit abgebrochen, wollte mich verarschen. So. Wo ist der hier? Gut, dann fahren wir halt selber. Tempomat, Tempomat ist die 3. Da, da, da.
So, und ich beende jetzt erstmal die Folge hier. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye.